So, du. Ja, Wollpreis ist nicht so pralle. Jo, sollen wir losfahren? Jo, wir müssen los. Dann fahr du vor. Ich probier's. Guck mal, dass ich hinten nirgends anhänge. Jo. Komm du. Oh, hier ist Platz. Ja, mit Spiegelfahren ist halt schon eine Kunst für sich. Ja. Oh, jetzt steht da noch einer. Warte mal. Hallo. Hallo. Was ist los? Nichts, ich wollte ja nur schon mal zum Festfahren. Jo, bin auch Warte gerade auf dem mal. Weg. Hallo, Hans. Hallo. Jo, da fahren wir jetzt auch hin. Da hast du aber Also. einen langen drauf. Jo, wer kann, der kann. Wenn ich kann, da kann ich. Jo. Ja, ich habe ja Begleitschutz durch die Polizei. Ja, dann fahr ich mal hinterher. Jo. Hallo? Ah, wollte nur wissen, ob der Funk hier im Auto geht. Gar nicht gesucht. Fährst du direkt zum Sägewerk oder erst danach? Wahrscheinlich erst danach. Okay. Jo. Hätte ich jetzt meinen ADAC dabei, könnte ich jetzt vorne noch abschwärmen. Hehehe. Wie schnell fahren wir denn? Drück durch. Ja. Passt schon. Jojo. Wie schnell kannst du? 120, glaube ich. Oh, aber er fängt ein bisschen an zu schwimmen. Jo, ich merke es. Ich schmerze auch ganz leicht. Ja, muss er nicht übertreiben. Passt. So. Hallo? Hallo? RaySex? Jürgen. Hallo? Hier, Telefon für dich. Ja. Mach mal den Schlüssel, dass ich die Bäume aufladen kann. Ach so, Tor wieder zu. Warte, ich mach per GPS auf. Jo. Sagst du dem, dass der hier zum Treffen noch kommen soll? Ach, denkst du an Treffen? Ja. Okay. Ja, dann komme ich gleich. Jo, bis später. Halbe Stunde schon zu Jo. spät, ich glaube. Und wollte Grüß dich. der Herr Jo. Stromberger nicht per Telefonkonferenz teilnehmen? Habe Ich ich den sag ihm mal Schlüssel? Bescheid. Ich rufe ihn mal Ich an. hab ihm Bescheid gegeben. Ray Okay. 6. Bin mal Ja, hast gespannt, den ob Schlüssel. irgendjemand Ja, nee, nachher das dicht geht ist nicht. oder nicht. Zugang.
Keinen Zugang. Jetzt. Ah. Hans, pack die Flasche weg. Pack die Pulle weg. Es ist nur eine. Und das ist schon die zweite. Nee, das war ich. Das war ich nicht. Das war Roma. Also, das war ich. Schau mal, hält dieser Baum hier? Ja, ja, der ist so festgeschnallt. Ja, das ist halt ein bisschen Überlänge, aber... Also die Polizei hat's abgenommen. Der Herr Racex ist passt. Die ganze Zeit nebenher gefahren. Ja, ich hätte eine Strafe bekommen. Nee. Beim letzten Mal ging es darum, dass sie hier nicht Bescheid gesagt haben. Ja, war. Das tat weh. Hans-Peter, jetzt schon wieder. Jetzt reicht's aber. Ich sag's dir. Das ist schon das zweite jetzt. Es ist die letzte, Hans, okay? Kann mir hier jemand das Bier aufmachen? Ja, hier, ja. Hier, bitteschön. Danke. Oh, wer übertreibt jetzt wieder? Das bin ich nicht. Ich ausnahmsweise auch mal nicht. Müller. Nee, ich trinke kein Bier oder Alkohol. Ich vertrag das überhaupt nicht. Ludwig. Ich dafür umso besser, ja? Nicht besoffen machen, ne? Das tue ich. Ja. Sonst kann ich dich heute nicht mehr verhalten. Okay. Was? Bitte. Jetzt bleib nicht zu viel trinken. Ja, genau. Ich trinke doch gar nicht mehr! Ich darf so viel trinken, wie ich will. Was ist los? Der Stombayer ist kurzzeitig in Urlaub geflogen. Nicht sein Ernst. Dann hat er Pech gehabt. Der ist sowieso schon Polizist. Hans? Ja? Mal übers Geschäftliche reden. Was? Angebot fertig. Anscheinend ja noch nicht. Warte, ich trinke kurz Wusker. Alter, jetzt schon wieder. Warte, Moment. Ich schon mal gerade den Dienst fahren. Nein. Ich weiß schon, wie das wieder aussehen wird. Ja, es passt. Später. Ja, Hans, kannst du das bis nachher fertig machen? Ich versuch's, wenn ich... Nicht so viel zu oder kannst du nicht, oder, wer fehlt denn noch? Nicht rechnen. Ah, der Harry. Ja. Ja, der Harry ist schon gleich eine Stunde zu spät. Und jetzt muss ich mal mit den Händlern reden, weil, Wo bleibt denn Harry? Jürgen. Ja, ja. Kannst du dir noch aufschreiben, dass ich gern die Fahrzeughalle V3 hätte? Auf die Position, wo wir noch frei hatten. Jetzt hat... Will noch jemand ein Bier? Noch jemand? Ich hab schon... Aber okay, ich mach mir selber einen auf. Ja, dann gib mir auch noch eins. Na, ja, ich glaube, ich muss heute noch arbeiten. Na, das eins reicht. Schmidt, hier, nimm. Na, vielleicht später noch. Ja, nein. Nein. Hallo, Hans-Peter. Ich glaube, Hans-Peter ist schon wieder dicht. Ja, der ist schon wieder dicht. Dann nimm du. So, ich hab jetzt schon mein drittes. Ey, mach den Ludwig nicht besoffen. Wenn der nachher Kornkreise auf mein Feld zieht, gibt's Stress. Er ist ja kein Alien. Und ich bekomme wahrscheinlich den Ärger. Ey Leute, ich hab gesehen, da drüben ist ein See. Wir können eigentlich mal Badeparty machen. Eigentlich mal hingehen. Da, Badeparty! Das hast du nicht gesagt. Alle im Gänsemarsch nach. Und Hans-Peter muss sich festhalten. Ups. Platsch! Warum kann ich schwimmen? Direkt. Aber warte, ich schwimme gerade. Ups. Leon! Oh, wie schnell ich schwimmen kann! Lolli ist mein Onkel beim Fischen! Ich schwimme, während ich nicht schwimmen kann. Ludwig! Ja? Ich ertrinke. Du musst heute noch arbeiten. Ja. Du musst gleich erstmal deine Kleidung umziehen. Mann, ich auch. Das sieht bestimmt jetzt keiner, wenn ich noch was trinke. Ihr müsst beide gleich eure Kleidung anziehen. Ich habe irgendwie eine Flasche gehört. Wo ist der Hans? Da im Wasser. Er kommt mit natürlich. Hier kommt der Harry. Natürlich. Ich habe den Harry Flasche gesehen mit dem Deutz. Die habe ich da gefunden. Auf dem Boot von dem Onkel von... Ja, dann lasst mal zurückgehen, wenn der Harry da ist. Wir haben keine Zeit. Zeit ist Geld. Geld ist und Zeit. Geld ist Zeit. Und Geld haben wir keins. Machst du den Auftrag bei mir, Ludwig? Ja, ich glaube schon. Die 88. Hallo. Ja, so wurde das abgesprochen. 88 und 89. Gut, dann Attacke, weil sonst ist das Feld kaputt. Volker, fangen wir an. Komm, zack, zack.
Also, kurz zur Information, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir einen Gemeinderat wählen wollen. Dafür müssten sich Leute aufstellen lassen. Gemeinderat besteht aus 3 Personen, maximal. Und wer würde sich denn dafür aufstellen lassen? Ich gehe am besten mal zur Rutsche. Genau. Und nicht wieder rutschen, Hans. Doch, ich will rutschen. Sonst will keiner im Gemeinderat. Okay, dann lasse ich mich noch aufstellen. Ach, warum da? Ich bin froh. Ja. Also brauchen wir gar nicht wählen. Dann brauchen wir ja gar nicht wählen. Genau, da es nur 3 Leute sind, die sich da organisieren wollen. Es läuft jetzt folgendermaßen, dass gewisse Anträge der Gemeinde über einen von uns 3 gestellt werden. Wir. Eine wichtige Frage. Darf ich im Gemeinderat trinken? Nein. Oh. Ja, am besten, ich lasse mich auch noch aufstellen, der Spaß. Dann hörst du vielleicht doch besser auf. Hans. Aber da willst du noch eins? Ja, ich gebe dir gerne eins. Aber rauchen ist auch verboten, normal so. Rauchen? Ich rauche nicht. Ludwig, der raucht. Also bitte Konzentration. Ludwig raucht im Wald immer bei mir. Ja. Wenn der dir den Wald abfackelt, dann hast du Pech gehabt. Ich glaube, du sollst den Ludwig mal kontrollieren. Also, Anträge über die Gemeinde laufen dann über einen von uns 3. Wir werden uns beraten und dann der Gemeinde Rückmeldung geben. Okay, tschüss. Jo, passt. Das war's schon. Servus. Applaus noch. Danke. Wünsche einen erfolgreichen Tag. Danke. Für alle ein Bier. Hans, wer war denn das mit dem roten Hemd? Ups. Der Herr Neumann, oder? Neumann. Okay. Gut. Also sind du, der Neumann und ich sind im Gemeinderat, das passt. Ja, das ist Volker. Geil. Ja. Fahr dir noch hinterher, ne? Jo, zum Sägewerk. Ich dir auch. Ist hinten frei? Nee. Uiuiui, was ist denn mit Harry los? Der hat doch schon wieder gesoffen mit seinem Plastikmacher. Der wird jetzt demnächst ausgetauscht. Aber ich hoffe, Harry. Mal endlich unter die Vernünftigen kommen hier. Ja, den habe ich halt auch nur gewonnen. Wenn du jetzt gegen meine Karre fährst, ne? Ich sage dir. Na klatsche da war doch. Dann zieh ich es aus der Karre raus. Aber ohne Blaulicht. Ja, komm, warte, ich fahr erst weg, dann kannst du wenden. Gut. Ach, ich lass mich vorbei. So. Ah, ja, fahr schon über Grünwiese. Weißt du, Ludwig? Dein Kind ist aber laut, Harry. Heißt du ein Stepp? Der Ludwig ist gerade nicht da. Der Ludwig ist schon arbeiten. Bestimmt, kommt keiner mit, wenn ich jetzt trinke. Ja. Sohnemann oder Bruder? Bruder. Wow! Was macht denn ihr da hinten? Hilfe! Die wollten hinter mir herfahren und jetzt sind sie weg. Ups, da muss ich abbiegen. Harry! So. Oh, dann verkaufe ich gerade das eine Stämmchen noch. Bye.
Was ist denn jetzt passiert, ey? So. Oh, ich weiß gar nicht, ob die noch einen Abfahrer schicken. Will ich gerade mal anrufen. Ja, das ist... Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe ganz vergessen, schicken Sie einen Abfahrer mit zur Ernte oder nicht? Wenn Sie einen Abfahrer haben wollen? Nee, ich könnte auch selber abfahren. Ja, dann passt das. Gut, dann Dankeschön schon mal. Bitte. So. So, ich hoffe mal, dass Jürgen dann den Auftrag anfängt.